Rudolf Steiner, Kosmogonie populärer Okkultismus, 12. Vortrag, Leipzig, 9. Juli 1906. Es muss eines jeden Menschen völlig freier Wille sein, okkulte Höherentwicklung der Seelenkräfte anzufangen. Wer aber die höhere geistige Entwicklung durchmachen will, der muss auch die notwendigen Bedingungen einhalten und sich ihnen fügen. Der Schlaf ist der Ausgangspunkt für die Betrachtung der Entwicklung geistiger Sinne. Vom schlafenden Menschen sind physischer und Ätherleib im Bett, Astralleib und Ich sind außerhalb derselben. Wenn nun der Mensch anfängt, im Schlafe schauend zu werden, dann werden dem Körper für eine gewisse Zeit Kräfte entzogen, die bisher die Wiederherstellung an physischem und Ätherleib besorgt haben. Sie müssen auf andere Weise ersetzt werden, soll nicht eine große Gefahr für den physischen und den Ätherleib entstehen. Geschieht dies nämlich nicht, dann kommen diese mit ihren Kräften sehr herunter, und amoralische Wesenheiten bemächtigen sich ihrer. Daher kann es vorkommen, dass Menschen zwar das astrale Hellsehen entwickeln, aber unmoralische Menschen werden. Wie lange die Vorübungen dauern, das ist ganz individuell. Es kommt eben ganz darauf an, auf welcher Entwicklungsstufe der Mensch bei Beginn seiner Schülerschaft schon steht. Darum muss der Lehrer zuerst den inneren Seelenzustand des Schülers durchschauen. Die Vorbereitungszeit ist deshalb oft sehr verschieden. Wichtig ist folgender Satz: Man kann eine Wesenheit und eine Sache umso mehr sich selbst überlassen, je mehr Rhythmus man hineingebracht hat. So muss der Geheimschüler auch in seine Gedankenwelt eine gewisse Regelmäßigkeit, einen Rhythmus hineinbilden. Dazu ist notwendig, erstens, Gedankenkontrolle, das heißt, der Schüler darf nur die Gedanken in sich hineinkommen lassen, die er selbst haben will. Diese Übungen erfordern viel Geduld und Ausdauer. Aber wenn man sie nur 5 Minuten lang täglich treibt, sind sie schon von Bedeutung für das innere Leben. Zweitens, Initiative in den Handlungen. Diese sollen etwas sein, was ursprünglich aus der eigenen Seele selbst herauskommt. Drittens, innere Gelassenheit. Man entwickelt dadurch ein viel feineres Mitgefühl. Viertens, in allen Dingen und Vorgängen die positive Seite suchen und finden. Ich erinnere dabei an die schöne Legende von Christus und dem toten Hund. Fünftens, Unbefangenheit und Vorurteilslosigkeit. Man soll sich stets die Möglichkeit offen lassen, neue Tatsachen anzuerkennen. Sechstens, inneres Gleichgewicht und innere Harmonie. Wenn der Mensch diese Eigenschaften alle in sich ausbildet, dann kommt ein solcher Rhythmus in sein inneres Leben, dass der Astralleib die Regeneration im Schlafe nicht mehr zu verrichten braucht. Denn es kommt durch diese Übungen in den Ätherleib ein solches Gleichgewicht, dass er sich selbst beschützen und wiederherstellen kann. Wer die okkulte Schulung ohne die Ausbildung dieser 6 Eigenschaften beginnt, der läuft Gefahr und ist nachts den schlimmsten Wesenheiten ausgesetzt. Wer aber die 6 Eigenschaften eine Zeit lang geübt hat, der darf damit beginnen, seine astralischen Sinne zu entwickeln, und er fängt dann an, mit Bewusstsein zu schlafen. Seine Träume sind nicht mehr willkürlich, sondern sie gewinnen Regelmäßigkeit, die Astralwelt steigt vor ihm auf. Nun hat er die Fähigkeit, alles Seelische seiner Umgebung in Bildern wahrzunehmen. Er bekommt ein Verhältnis zu der seelischen Wirklichkeit. Dieses Bilderbewusstsein nennt man die Imagination. Zuerst gewinnt der Schüler die Imagination im Schlaf, später aber muss er imstande sein, zu jeder beliebigen Tageszeit diesen Zustand hervorzurufen. Er lernt die Erfahrungen des Schlafes ins Wachbewusstsein herüberzunehmen. Aber erst dann ist diese Fähigkeit für den Okkultisten wertvoll, wenn er die Auren der Lebewesen voll bewusst schauen kann. Die erste Stufe ist also die Imagination. Mit ihr hängt die Ausbildung der sogenannten Lotusblumen zusammen, der heiligen Räder oder indisch Chakrams, die an ganz bestimmten Stellen des Körpers liegen. Man unterscheidet 7 solcher astralen Organe. Die erste, die 2-blättrige Lotusblume, ist in der Gegend der Nasenwurzel, die zweite, die 16-blättrige, liegt in der Höhe des Kehlkopfes, die dritte, die 12-blättrige, in der Höhe des Herzens,
die vierte, die 8- bis 10-blättrige, in der Nähe des Napels, die fünfte, die 6-blättrige, etwas tiefer unten, die sechste, die 4-blättrige, die mit allem, was Befruchtung ist, zusammenhängt, ist noch weiter unten, von der 7. kann nicht ohne weiteres gesprochen werden. Diese 6 Organe haben für die seelische Welt dieselbe Bedeutung wie die physischen Sinne für die Wahrnehmung der Sinnenwelt. Ein Bild dafür ist die sogenannte Swastika. Durch die genannten Übungen werden sie zuerst heller, dann beginnen sie sich zu bewegen. Beim heutigen Menschen sind sie unbeweglich, beim Atlichantir waren sie noch beweglich, beim Lemurier noch sehr lebhaft bewegt. Aber sie drehten sich damals in entgegengesetzter Richtung als heute beim Okkult entwickelten, wo sie sich in der Richtung des Uhrzeigers drehen. Eine Analogie zu dem traumhaft hellseherischen Zustand der Lemurier ist die Tatsache, dass sich auch bei den heutigen Medien mit atavistischem Hellsehen noch immer die Lotusblumen in der Richtung drehen, wie einst in der atlantischen und lemurischen Zeit, nämlich gegen den Uhrzeiger. Das Hellsehen der Medien ist ein unbewusstes, ohne Gedankenkontrolle, das des echten Hellsehers aber bewusst und von den Gedanken genau überwacht. Die Mediumschaft ist sehr gefährlich, die gesunde Geheimschulung aber gänzlich ungefährlich. Siehe Anhang.